Ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing-Video hier bei Ubisoft TV und heute gibt es für euch die Collectors Edition von For Honor. Erscheint am 14. Februar und wir haben schon jetzt vorab die Collectors Edition hier. Schauen da jetzt mal rein, werden die gleich auch unboxen. Natürlich ist auch das Spiel dabei. Da diese Version eine Vorab-Version ist, habe ich hier die Vorbestellerbox bekommen. Und mit enthalten ist hierbei auch dann der Soundtrack für euch. Und wir schauen nochmal in den Hintergrund. Da habe ich euch mal auch aufgelistet oder eine sehr schöne Grafik, wo alles aufgelistet ist, wo man sehen kann, was alles auch an digitalen Extra-Inhalten dabei ist. Die werden wir mal ganz kurz aufzählen. Denn das Spiel ist nämlich hier die Gold Edition, die dabei ist. Das heißt, da ist der Season Pass mit drin. Alle Extra-Inhalte sind also für euch kostenlos. Außerdem gibt es einen extra Finishing-Move-Effekt. Es gibt drei Helmverzierungen, das Boost-Paket und ein extra Emblem ist also auch nochmal dabei. Jetzt schauen wir aber rein in das Collectors Case, in die Sammlerbox. Die ist also wirklich sehr hochwertig. Das ist keine billige Pappe. Das merkt man schon beim ersten Anfassen. Und wenn wir die aufmachen, dann hat das schon so ein bisschen was von Schatztruhe. Da sehen wir auch hier die drei Fraktionen des Spiels, also Wikinger, Knights und Samurai. Und hier gibt es eine extra Grußbotschaft für euch, wenn ihr diese Collectors Edition bestellt. Und zwar von Jason Vandenberg persönlich. Ein saucooler Typ. Und hier der Creative Director des Spiels, der natürlich auch maßgeblich an der Entwicklung beteiligt war und auch seinen persönlichen Fingerabdruck hier hinterlassen hat. Dann schauen wir nochmal auf die Rückseite. Da gibt es nämlich noch eine Lithografie für euch. Die ist auch exklusiv und richtig groß. Und jetzt kommen wir aber zu dem eigentlichen besonderen Inhalt, denn diese Box ist richtig schwer. Das liegt daran, dass hier drei Helme drin sind, von jeder Fraktion ein Helm. Die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an und werden das auch entsprechend aufbauen. Die Helme selber sind nicht etwa, wie man meinen könnte, irgendwie aus billigem Plastik oder Gummi. Nein, die Helme sind aus echtem Metall. Also das ist wirklich was richtig Wertiges, was richtig Besonderes. Ich nehme euch die mal raus. Da könnt ihr schon sehen, auf den ersten Blick ist hier einiges an Schaden an diesem Helm. Ich dachte auch zuerst, oh nein, da ist was abgebrochen. Aber das ist natürlich nicht so alles Absicht, denn die Helme sollen ja auch so aussehen, als wäre damit gekämpft worden, als wenn die gerade aus der Schlacht gekommen wären. Hier haben wir jetzt gerade den Helm der Wikinger. Also das ist auch richtig, richtig hochwertig, richtiges Metall. Dann schauen wir noch weiter zu den Rittern. Das ist also der nächste Helm, der auch richtig schwer ist. Und da gibt es nochmal ein Visier, was man extra hochklappen kann, natürlich auch entsprechend. Das kann man auch hier an der Seite nochmal extra verschließen. Und auch hier gibt es natürlich wieder Dellen und Katschen in dem Helm drin, wie zum Beispiel hier auf der Seite, was uns also auch hier nochmal zeigt, dass hier der Helm schon einige Kämpfe hinter sich hat. Dann geht es noch weiter mit dem Helm der Samurai. Der ist richtig schwer. Und auch den schauen wir uns mal gerade einmal rundherum an. Auch hier wieder viele Zeichen des Kampfes an diesem Helm. Und wirklich eine schicke Sache. Aber damit natürlich noch nicht genug, denn diese Helme, wenn die einfach nur irgendwo rumstehen, wäre das ja auch ein bisschen blöd. Wenn man schon sowas Besonderes hat, dann braucht man auch eine spezielle Vorrichtung, wo man die Helme denn auch draufpackt. Das ist natürlich hier auch mit dabei. Ich hole das mal eben alles hier raus, um mir das ein bisschen zu vereinfachen. Denn hier gibt es noch ein weiteres Teil, was man rausnehmen kann. Und das ist hier einmal so eine Platte, die drehe ich gleich noch schnell rum. Schiebe das mal ein ganz kleines bisschen zur Seite. Ups. So machen wir das. Und da sind noch drei Holzteile drin, das sind also Ständer. Und auf die Ständer kommt dann eben nachher der jeweilige Helm drauf. Ich schraube das mal eben hier rein. So. Das mal für alle drei Helme und drehe das auch mal richtig rum, dass ihr das besser sehen könnt. So, ein bisschen andrehen. Na. Und dann sind die auch richtig drin. Okay, gut. Also auch das hier wieder richtig fest. Muss es auch sein, denn die Helme sind wirklich sauschwer. Die könnt ihr also jetzt dann hier entsprechend draufstellen und so befestigen, wie ihr das haben möchtet. Hier ist auch nochmal extra Gummi drauf. Das heißt, auch da haben wir nochmal ein bisschen besseren Halt dann für die Helme. So, innen drin. Im Helm selbst ist natürlich auch jeweils nochmal so eine ganz kleine Vorrichtung. Ich zeige das nochmal eben. Seht ihr vielleicht hier, ist nochmal so eine extra Vorrichtung für diesen Ständer. Das heißt, genau da kommt dann entsprechend der Helm drauf. So, jetzt habe ich
alle festsitzen. Die drei Originalhelme von den drei Fraktionen aus dem Spiel For Honor. Ziemlich geil, ziemlich geile Box. Inklusive dem ganzen digitalen Extra-Inhalt. Die Gold Edition mit allem Schnick und Schnack ist dabei. Also wirklich eine coole Edition, die Collectors Edition von For Honor. Und wenn euch unser Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal.